Wir sind hier im Filmmuseum Bendisdorf und wir sind beim Freundeskreis des Filmmuseums in Bendisdorf. Und Sven Simonsen ist bei mir, der hier die Fäden in der Hand hält. Und ihr habt euch wieder etwas ausgedacht. Was kann der Zuschauer erwarten bei euch, um einfach mal ins Filmstudio reinzukommen? Also wir haben ja zwei Bereiche hier. Wir haben einmal das Museum, das man sich am Sonntag angucken kann, zwischen 15 und 17 Uhr. Und wir haben eben auch die Veranstaltungen, die wir alle zwei Wochen mit Film machen. Den Film machen wir in Zusammenarbeit mit dem Movieplex Kino. Dadurch sind wir in der Lage, in Zweitverwertung hier wirklich aktuelle Kinofilme zu zeigen. Wir nennen das Kino mit Niveau. Also da kommen wirklich ausgesuchte Filme zu uns. Alle zwei Wochen am Mittwoch um 19 Uhr. Und ab und zu zeigen wir dann eben auch nochmal einen Film, der aus der Bendisdorfer Produktion ist. Denn hier direkt nebenan waren drei Filmstudiohallen und da wurden seit 1948 waren die ersten Filme, 1950 ging es dann weiter, da ging das richtig in Serie. Das war bis in die 2010er Jahre, wurden hier über 100 Spielfilme gedreht und darüber hinaus noch Fernsehgeschichten. Aber aus diesen Kinofilmen, die da gedreht wurden, zeigen wir immer mal wieder einen pro Saison, mindestens einen. Und jetzt haben wir auch einen hier, den hier in unserem neuen Programm ist der Fall Rabanza. Das ist ein Kriminalfilm, der hier 1950, meine ich, gedreht wurde. Auch interessant. Also das die Erinnerung an das Filmstudio möchten wir eben auch aufrechterhalten hier. Genau, also es war nicht irgendein Filmstudio, sondern ich glaube, ihr habt damals die erste Lizenz gehabt, so 1946, da kam ein umtriebiger Rolf Meyer und da explodierte das, die Filmproduktion. Und viele, viele bekannte Schauspieler haben ja hier ihre ersten Abdrücke, ihre Fußabdrücke gemacht. Ein Hardy Krüger war, glaube ich, vor wenigen Jahren nochmal hier und musste sich das angucken, weil er sagte, hier habe ich meine ersten Schritte gemacht. Also es ist wirklich bewegend, das Bendisdorfer Filmstudio, weil es war ein Filmstudio mit großer Vergangenheit. So, und heute kann man da reingehen. Du hast es gesagt, immer sonntags. Und nicht nur Filme, sondern auch Musik habt ihr. Korrekt, dass wir haben am 8. Oktober haben wir zum Beispiel Tom Schacker hier. Wir hatten in der Vergangenheit schon mehrere Musiker aus Amerika hier. Eine Bluegrass-Band war vor kurzem hier, dann hatten wir Bluesmusik. Wir hatten auch mal Blues ob Platt. Also wir haben verschiedenste Musikarten, decken wir hier ab. Und das ist auch immer so ein bisschen was Besonderes, was man woanders nicht sieht. Also darauf legen wir eigentlich Wert, dass man etwas hier präsentieren kann, was es bei anderen nicht so gibt. Also wir wollen da jetzt nicht irgendwie eine Konkurrenz, weil da gibt es sehr viele, die Musik machen. Aber hier ist immer so ein bisschen was Besonderes. Deswegen haben wir auch weniger, aber das, was wir haben, hat Qualität. Genau, und das passiert dann im großen Produzentenkino, wo man sich damals oder wo die Regisseure sich damals wirklich die Filme zum ersten Mal angeguckt haben, auf einer großen Leinwand in einem bequemen Sessel. Und dafür wünschen wir euch viel Glück für die zweite Jahreshälfte. Vielen mit guten Dank. Veranstaltungen. Dankeschön, ja. Ja, um kein Video von uns zu verpassen, muss man unten bei YouTube die Glocke drücken. Wir freuen uns auch über ein Gefällt mir und wer mal selbst ein Thema hier erörtert haben will, der spricht uns gerne an und für Vereinsvertreter ist das sogar kostenlos. Wir freuen uns, wir sehen uns.